Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Desperados 3. Und ja, wir haben letzte Mission abgeschlossen mit dem Zug. Und jetzt gehen wir in die nächste. Bin schon ein bisschen gespannt. Ach, schau euch mal an, hier können wir nochmal gucken, wie die Gegner sich bewegt haben und wie wir sie nach und nach abgekillt haben. Das ist natürlich eine ziemlich coole Aktion eigentlich, das so nochmal zu sehen. Ein bisschen schneller machen. Auch wie oft wir gespeichert haben. Hier in Zeitlupe? Das wollen wir nicht. Das ist schon wirklich witzig. Okay. Na gut. Gespeichert, ja. Okay, normal. Kills. Los geht's. Kann man auch sehen, wie oft man wen gespielt hat. Was natürlich ganz cool ist. Neues DLC verfügbar. Ja, das brauchen wir nicht. Noch eins. Okay, das kommt für später nochmal. Machen wir jetzt nicht. So. Bias Pass, Flagstone. Also das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Und jetzt ist das dran. Auf nach Flagstone. Hast du den Eindruck, dass das Spiel zu schwierig oder zu leicht ist? Möchtest du Schwierigkeit ändern? Nö, ist noch okay so, oder? Eingenistet zwischen den Gipfeln der Colorado Rockies liegt die Kleinstadt Flagstone. Ladenbesitzer, Bauern, Schmiede und Barkeeper gehen ihren täglichen Geschäften nach. Arbeiter der Divid Company mischen sich unter die Einwohner, da sie zurzeit eine neue Eisenbahnstrecke durch die Stadt bauen. Als Cooper in Flagstone eintrifft, geht er geradewegs zum Saloon, der bis auf ein paar Stammkunden leer ist. Das Barmädchen schenkt ihm ein Glas Whisky ein und er nippt daran, während er darauf wartet, dass ein alter Freund kommt. Neulich haben sie das Haus von Old William abgerissen. Warum das denn? Können die ihre Schienen nicht zwischen unseren Häusern verlegen? Konzentrier dich aufs Spiel, ja? Ich sag's euch. Wenn die zu meinem Haus kommen, dann zeige ich den Eisenbahnpennern, wo der Hammer hängt. Scheiße. Was kann ich für Sie tun, Gentlemen? Oh, zu dir kommen wir gleich. Ihr kennt das Spielchen. Alle Mann raus. Ja, Sir. Sieh nur, wie sie rennen. Hast du was an den Ohren? Ich trinke nur noch aus. Hör zu, Arschloch. Diese Stadt gehört jetzt uns. Wenn er raus sagt, dann so... Zack. Wir dulden hier keine Störenfriede. Wen haben wir denn hier? Nun, jetzt sind es zwei Störenfriede. Was zum Teufel? Du schon wieder? Schöne Fahrschlägerei. Da laufen sie wie die Hunde. Kein Wunder, nachdem die armen Kerle deine hässliche Visage gesehen haben. Oh, gern geschehen. Du brauchst einen Drink und ich auch. Hector, deiner geht aufs Haus. Gracias, Senorita. Gib mir Bescheid, wenn die zurückkommen. Besser nicht. Nächstes Mal bringen sie dich um. Können sie ja versuchen. Ich nehme an, du bist schon eine Weile hier und hast die falschen Leute verärgert, hm? Die haben mich verärgert, aber da du schon hier bist, können wir vielleicht zusammenarbeiten. Oh nein, da ziehst du mich nicht mit rein. Ich bin wegen Frank hier. Umstellt das Haus! Lasst sie nicht entwischen! Amigo, du steckst bereits mittendrin und du schuldest mir was. Okay, lass uns von hier verschwinden. Na los, hinten raus! Mein Gott, bin ich ein cooler Typ. Oder? Ja. Jo. Oh, mal einen Überblick verschaffen gleich. 1, 2, 3, 4. Ups. Sie sind hier irgendwo. Und wir haben alle Zeit der Welt. Diese Typen sind auf Blut aus. Wer zum Teufel sind die? Gehören zur Divid Company. Mit einigen von ihnen habe ich noch eine Rechnung offen. Na dann. Ich hoffe allerdings, du hast einen Plan. Klar. Lass uns zur Straße gehen. Niemand wird uns belästigen, wenn wir uns unter Stadtvolk mischen. Dann haben wir etwas Luft. So weit, so gut, aber wessen Schädel schlagen wir denn ein? Zuerst wäre da mal Jarvis. Echt harter Kerl. Im Moment ist er im Hinterhof und versucht, den Bullen zu reiten. Dann haben wir Wild March. Sie ist in der ersten Etage des Flagstone-Bordells.
trinkt Whisky und sieht den Mädchen beim Tanzen zu. Als nächstes hätten wir den Duke. Er dreht mit seinen Stiefelleckern auf der Kirchstraße seine Runden. Und zuletzt haben wir den Vorarbeiter, McBain. Der ist ein echtes Arschloch. Hat seine Leute die halbe Stadt abreißen lassen, damit er nicht um sie herum planen muss. Also, wir kümmern uns um sie, gehen zum Saloon zurück und trinken unsere Drinks aus. Das ist kein besonders detaillierter Plan, Hector. Was glaubst du, warum ich auf dich gewartet habe? In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Okay. Also, guck mal, was er hier sagt. Was sind Hectors Fähigkeiten? Hector kann pfeifen, um Wachen zu seiner aktuellen Position zu locken. Hector kann außerdem Bianca platzieren. Eine riesige, aber überraschend unauffällige Bärenfalle. Hector ist klug, also kombiniert Hector seine Fähigkeiten gerne. Okay. Zeit für Bianca, würde ich sagen. Du schleppst das Ding immer noch mit dir herum? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Da steht einer. Teufel, ich krieg Durst, okay. Murdoch. Er kann uns ja auch sehen. Die können sich nicht ewig verstecken, Sam. Lass mal jetzt auf, wir mal, nicht zusammen. Wir schlagen mal ihn hier rein. Die werden uns nicht kommen sehen. Und Hector werden wir mit seiner... Klarer Fall für Bianca. Noch. Also gut, meine Hübsche. Lass uns jemanden in deine Umarmung locken. Und dann pfeifen wir mal. Nur ein Schlückchen. Nicht mit mir, Amigo. Den brauche ich. Mich blanke Brust. Jetzt machen wir mal Lärm. Hey, das hab ich gehört. Ja, ich bin noch äußerst ungern, dieser Typ. Siehst du, das alte Mädchen hat mich noch nie im Stich gelassen. Wir können uns nicht entwischt sein. Okay, speichern wir. Er kann uns ja immer noch da hinten sehen, aber viel mehr gibt es ja auch gar nicht hier, ne? Gibt ja nur die beiden. Könnten natürlich Alarm schlagen, aber warte mal. Okay, hier hinten kann er gar nicht weiter gucken. Das heißt, da können wir auf jeden Fall vorbeigehen. Das werden wir wohl dann auch tun. Jetzt kommt Bianca. Bereit, Bianca. Denk dran, den großen Typen mir zu überlassen. Er hat dich schon mal erwischt. Er gehört ganz und gar dir. Okay, warten wir. Bis sich der andere Typ wieder hier hinsetzt. Wir gehen dann zum Saloon. Aber war das dumm, den da hinzusetzen? Ich weiß nicht. Holen wir uns ein. Hier drüben! Hat sich dieser Strauch gerade entstört? Ach, verdammt. Was zum Teufel? Na, das macht keinen Sinn. Das müssen wir mal machen. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Okay, also. Ach, jetzt sind trotzdem mal da hinten hin. Wir machen jetzt anders. Jetzt kommt Bianca. Bianca platzieren wir einfach mal hier. Klarer Fall. Ich mach's mit Singstimme. Und dann stellen wir uns hier hin. Jetzt machen wir mal Lärm. Hombre! Okay, hätte ich auch anders lösen können, aber... ging jetzt gerade nicht anders. So. Komm zu, Hector. Ach, ich hätte ihn auch in den Brunnen schmeißen können. Na gut. Müssen wir Bianca nochmal einsammeln. Bianca kehrt zu mir zurück. Bianca kehrt zurück. Gut, also, er da hinten. Ganz hier hinten kann er mich, glaube ich, nicht sehen, ne? Denk dran, den großen Typen mir zu überlassen. Er hat dich schon mal erwischt. Er gehört ganz und gar dir. So. Longcoats sind die gefährlichsten Feinde. Hector ist der Einzige, der sie alleine erledigen kann. Und zwar mit seiner treuen Axt mit bloßen Fäusten. Ah, okay. Gut zu wissen. Gehen wir mal ran. So muss das sein. Aualala. Nicht dein Glückstag heute. Mein Gott, der kann das nicht ganz normal bewegen mit dem Typen, ne? Doch ein Heiler. Heiler.
So, was können wir da hinten machen? Was sagt er uns? Speichervorgang, bitte schließe. Okay. Die Charaktere können sich unbemerkt durch zivile Zonen bewegen, solange sie nichts Verdächtiges machen. Die Rotmarkierung zeigt an, ob du dann gleich. Okay. Gut, was können wir machen? Bringen wir es schnell hinter uns. Wir können normal da durchlaufen, ohne dass wir irgendwas machen. Okay, dann machen wir das. Wir sind draußen. Ganz ruhig. Wer steht als Erster auf deiner Liste? Wie wäre es, wenn wir sie in beliebiger Reihenfolge umlegen? Einen tollen Plan hast du da. Was? Wir machen ja nichts. Hast du gehört, was mit der Kirchenglocke neulich passiert ist? Ja, stell dir nur vor, sie wäre am Sonntag heruntergefallen, als die halbe Stadt darunter stand. Okay, also in beliebiger Reihenfolge. Das heißt, wir könnten eigentlich mit dem Typen hier hinten anfangen. Dem Bullreitentypen oder mit der Tante im Saloon. Gucken wir mal. Man sollte annehmen, er wäre vorsichtiger. Kann hier jeden töten, ist mir aufgefallen. Okay, also ihn stellen wir da hin. Dann nehmen wir Cooper mit. Wird auch Zeit. Speichern nochmal zwischendurch. Und gucken mal, was der Cooper hier macht. Er ist schon seit Jahren hinter Kate her. Vermutlich hatte er schon was. Okay, also sind Frauen. Die Frauen tun uns nichts, aber die Banditos da tun uns was. Das heißt, die Nur müssen wir alle nach und nach killen. Reinkommen wir durch einen normalen Saloon. Offenbar ist es geschlossen. Das Bordell. Seit Wild March es übernommen hat, kommen die Stadtbewohner nicht mehr rein. Dann halt nicht durch den Vordereingang. Also gut, möglichst unauffällig. Okay, da ist der Hintereingang. Lass uns einen anderen Weg hineinfinden. Okay, warte mal. Hier ist... Hier können wir rein. Da hinten ist ein Typ. Wir holen mal den Bärentypen an. Doch, Zeit. Wohin schauen wir mal hier hin? Müssen wir ein bisschen die Kamera bewegen? War das so? Ja, ne? Okay, da sind zwei. Die zwei müssen wir lieber auslöschen. Auslöschen. Ist doch gut an, ne? So, nehmen wir ihn hier. Schön erstes. Cool bleiben. Erstmal die Kippe. Wir sehen uns. So, jetzt muss ich den da hinten auch nochmal kurz killen. Messer ja, Whisky, Madam. Noch mehr Gegner? Ja, ne? Ist nur der eine, ne? Die Frage, welchen Weg man geht. Da kann ich durch. Kann ich ihn von der Seite killen? Sieh genau hin. Komm schon mal her. Ja. Guter Wurf. Wusste ich doch, dass es richtig war, dich mitzunehmen. Freut mich sehr, dass ich deinen Erwartungen entspreche. Sollen wir ihn hier jetzt rein hier? Versteckt sie auch da ins Gebüsch. Und dann gehen wir mit. Los, Ben. Speichern. Bewegung. Das mit dem Speichern ist wirklich gut gemacht, weil man wirklich die ganze Zeit da irgendwas machen musste. So, also die beiden. Er guckt da die ganze Zeit. Er guckt da die ganze Zeit. Okay. Aber ich glaube, ich kann mich da hinschleichen. Er ist jetzt weggegangen. Und der Brunnenheini ist da noch. Genau das brauche ich jetzt. Ich kann nicht über den Zaun klettern. Okay. Da ist wieder so ein Alarm. Dann kümmern wir uns mal um die. So, pass mal auf. Was immer von hier kommen und den von hinten abmurksen. Alles in Ordnung. Darf natürlich nicht gesehen werden. Was ist denn mit dem Typen da unten? Er sieht ihn aber auch nicht so richtig. Und ihr, da oben. Ich denke, setzen wir eine Markierung drauf. Wer hat Lust zu sterben? Oh, da kommt gerade einer gelaufen. Kurz warten. Mist, jetzt schnackt er auch noch mit dem. Ah! Hey! Hey! Schauen wir da noch ein paar Hühner vielleicht. Mal gucken. Ja.
So. Mist, wenn er da steht, kann er mich natürlich auch sehen. Ja, er sieht ihn komplett, okay. Augen aufs Ziel. So, wenn er mal weggehen würde. Dann mal ran. Das? Meins. Oh, das war dumm. Kleiner das war dumm. Kratzer. Moment mal. Ah, hab ich gefunden. Oh, oh. Sieh genau hin. Gleich geht's rund. Leute, irgendjemand muss das ja übernehmen. Ist noch nicht so. Ah, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Also, ihn können wir auf jeden Fall nicht killen, gleich so zu Beginn. Das müssen wir anders erledigen. Am besten ja heimlich, aber ihn kann ich ja nicht von hier so richtig. Warte mal, dann können wir vielleicht den Bär-Typen. Gibt es auf den noch mehr? Bereit, amigo. Ups. Wir müssen warten, wenn er weg ist. Dann schleichen wir uns da hinten hin. Nein! Das hey, du! Ja, ja, ich hab schon gemerkt. Ah, das war auch dumm. Ah. Oh, gleich fliegen die Zähne. Wieder. Ja, zurück, zurück, zurück. Schwer. Schatten. Oh, Mist. Warte mal. Sieh dann mal ran. Meins. Okay. Ich speichere mal kurz. Den haben wir auf jeden Fall weggelockt. Das war gar nicht so schlecht. Aber die beiden gucken sich ja immer noch an. Das heißt, er wird auf jeden Fall beobachtet von ihm. Ihm hier müssen wir uns gleich schnappen. Wenn er da hochkommt und meint, er müsste mit seinem Kollegen reden, dann wird er wer hat Lust ein, zu kleines Messer ins Gesicht, ein kleines Messer ins Gesicht bekommen. Oh, vielleicht liegen die Zähne wieder. Schön schwer. Okay. Gut, jetzt haben wir noch da unten die zwei. Und in dem Bereich haben wir auch noch einen. Wir können natürlich versuchen. Er steht mit dem Rücken zu, das heißt, wir gehen gleich mit den guten Bären. Die Laune, Cooper. War ich ja nochmal zwischendurch? Erinnert mich an das in Deadwood. In Deadwood gibt es viele Bordelle. Du weißt schon, das, aus dem sie mich rausgeworfen haben. Das grenzt die Auswahl nicht ein. Okay. So. Machen wir gleich von hinten kalt. Müsste ja möglich sein. Kann der mich... Oh, kann der da unten uns sehen? Warte mal. Na, er sieht nur das, okay. Zu, Hector. Okay, wir haben mal unten den Typen noch. Der kann mich aber auch gar nicht ganz sehen. So, warte mal. Überall diese Ärsche von der Company. Das hier können wir uns auf jeden Fall längs schleichen. Gleich mal kurz. Und der Seite hier. Okay, warte mal ganz kurz. Ich bleib mal ganz kurz hier stehen, weil... Was ist denn mit ihm hier? Wie weit kann er denn gucken? Er sieht ihn auf jeden Fall. Okay. Dann machen wir das so. Die Stadt... Das geht den Bach runter. Was gibt's? Und jetzt? Und los. Töten. Und? Hector ist da. Er fällt mir. Und ausführen. Was ist denn? Nicht ein Glückstag heute. Ist nichts dabei. Ich hab nicht... So, da vorne stand ja noch einer, ne? Genau. Also ihn müssen wir auch irgendwie verstecken.
hier längs gehen? Weiß ich ja nicht. Ja, hier noch hier längs. Die müssen wir auch irgendwie auslöschen, da. Ja, hier nochmal. Sieh genau her. Komm schon mal her. Die nehm ich. Dann müssen wir hier rein. So. Aber das ist ja fast schon das Bordell. Müssen wir nur hier irgendwie reinkommen, ohne gekillt zu werden. Das könnten wir natürlich... Warte mal, da können wir natürlich ihn mit der Bärenfalle nehmen. Ich kann die Kerle nicht ausstehen. Bereit, Bianca. Sie ist bereit. Aber ich glaube, ich kann nicht weit treffen, ne? Ich mach's mit Sink. Was du willst. Und ist das dein Ernst? Sie will mehr Whisky. Nur ein Glück. Du kannst doch. Und, geht er raus? Ich glaub schon. Nee, steht nur auf. Wird auch Zeit. So. Wie? Schön schwer. Kleiderschrank. Also gut, wir sind drin. Hübsch hier. Wird schwierig werden, zum Marge zu gelangen. Sie ist in der obersten Etage. Es gibt immer einen Weg. Vielleicht könnten wir was in den Whisky tun. Ah, okay. Okay. Warte mal, kann ich da auch betreten? Gehen wir da rein. Auf geht's, Amigo. Da bist du ja. Hey, Amigo, meinst du, wir könnten was in den Whisky tun? Nur ein Schlückchen. Einer für mich plagt. So nicht. Hey, Amigo. Okay, was packen wir denn da rein in den Whisky? Ich dachte, ich könnte sein Zeug da reinpacken. Wir haben da wieder den Knopf. Hier, warte mal. Hallo, schöner Mann. Immer noch hier, schöner Mann. Okay, also sie geht, bringt das Trinken immer hin, aber was kann ich denn da rein tun? Wer was? Nee. Warum machen wir das nochmal? Einer für unterwegs. Denk weiter. Hey, Amigo. Okay, aber wie können wir denn da was rein tun? Was in den Whisky tun? Ja, das will ich ja gerne. Den brauche ich jetzt. Blödsinn. Muss ich ihr das geben, wenn sie reinkommt? Kann natürlich auch sein. Einen neuen Hinweis. Die Kirchenglocke ist kürzlich heruntergefallen. Das wäre eine Schande, wenn das noch einmal passieren würde. Wild March trinkt viel Whisky. Das dient ihn, holt ihn aus diesem Fass. Okay. Aber wie? Da muss man da ja irgendwas reinpacken, aber wie? Hey, Amigo. Meinst du, wir könnten was in den Whisky tun? So nicht. Denk weiter. Mich nicht mit mir, Amigo. Macht er nicht. Aber warte mal, wenn sie kommt. Wir versuchen es mal, wenn sie reinkommt, ob das mit ihr klappt irgendwie. Oh, hallo, schöner Mann. Töten will ich sie nicht. Mach für mich. Denk weiter. Hey, Amigo, meinst du, wir könnten was in den Whisky tun? Hä? Hier bin ich, Amigo. Mist. Aber ich krieg da ja nicht, wie soll ich denn da was reintun? Hey, Amigo, meinst du, wir könnten was in den Whisky tun? Da sagt er zu mir, Fähigkeit einsetzen. Blödsinn. Denk weiter. Blödsinn. So nicht.
Krieg ich nicht hin. Wie sollen wir das denn? Warte, wir speichern mal kurz. So muss das sein. Warten wir mal ab. Wir machen irgendwas anders regeln sonst. Er ist da und er ist da. Hm. Jetzt kommt sie wieder und will irgendwas. Wir haben es hart hier. Vielleicht können wir was in den Whisky tun. Ja, aber wie? Wie packe ich denn da was rein? Oder muss ich erst was finden? Oh, hallo, schöner Mann. Was willst du? Was glaubst du denn? Whisky für die Lady. Also gut, dann geh hoch. Okay, warte mal. Wir haben. Wir sind beide irgendwie gleichzeitig erledigen. Hast es hinter dir. Wieder einer weniger. Auch noch holen. Rein da. Mann, Mann, Mann. Huch. Der Spaß fängt erst an. So, sie macht ja nichts für uns, oder? Oh, hallo, schöner Mann. Einer für unterwegs. Nicht mit mir, amigo. Denk weiter. Okay, da ist der eine Typ und da ist der andere Typ. Oh, hallo. So nicht. Nicht mit mir. Ja, das verstehe ich nicht ganz so. Oh, hallo, schöner Mann. Okay, machen wir, regeln das auf die altmodische Art. Einfach nur rein und alle abmoxen. Geht ja vielleicht auch. Gucken wir mal. Darf nur kein Alarm ausgelöst werden. Ihr Whisky, Madam. Warum passiert ständig so etwas? Genau wie früher. Amigo. Bist du? Keinen Zentimeter bewegen. Nicht bewegen. Okay, das war dumm. Das war dumm, das war dumm. Okay. Wieso drehen die auch so durch, diese Prostituierten da? Oh, hallo, schöner Mann. Oh, was? Bitte aufhören. Hey, hallo, was machst du da? Ich hab hier. Oh, hallo, schöner Mann. Gute Nacht, White March. Einer erledigt, drei übrig. Ach, wo du mich überall reinziehst. Wir haben Schlimmeres durchgemacht. Los zur Straße. Muss in Deckung gehen. Eine Überraschung, schon wieder was gefunden? Ist das? Hey,
große Wunschstädtchen. So etwas? Ich hab... Kleiner Kratzer. Keinen Zentimeter bewegen. Das war erst der Anfang. Warum passiert ständig so etwas? Was gibt's? Ach, Teufel! Eine Sorge weniger. Das ist nicht gut. Wir rennen zwar alle raus, aber ich glaube, wir haben... Haben alle gekillt, oder? Gut. Nicht auf die konventionelle Art, aber auf die richtige, sagen wir so. Ich muss in Deckung gehen. Ja, dann muss ich in Deckung gehen. Geh mal hier. Nee, was will ich denn da? Wir wollen raus. So, hätten wir natürlich auch was in Whisky tun können, aber ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Auch keine Ahnung, wie man es machen soll. Kann mir ja nochmal schreiben in die Kommentare. Man sollte annehmen, er wäre vorsichtiger bei all dem Geld. So, wir gehen auch ich sag dir, Bürgermeister Higgins hat für seine Hochzeit ein Vermögen ausgegeben. Hat mir fast den ganzen... Ich kann hier nicht bleiben. Das ist nicht gut. Ja, okay, aber ich habe ja auch keine Lust, alle Leichen zu verstecken, muss ich zugeben. Deswegen lassen wir es auch mal so. So, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen und rennen einfach hier auf die freie Fläche. Und werden uns gleich um den nächsten kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.